Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Foundry. Das ist das neueste Spiel von Paradox und ich glaube, es ist so ein bisschen Satisfactory, Factorio-mäßig. Ein Automatisierungsspiel in einer Voxelwelt und wir starten direkt rein. Machen natürlich Einzelspieler, gibt auch Multiplayer, was Gutes. Vielleicht holen wir Nikola nochmal dazu. Und wir gehen nach Rötzling. Karten zieht, könnt ihr euch rauskopieren, wenn ihr wollt. Und Kreativmodus gibt's auch. Machen wir jetzt aber nicht, wir machen das ganz normal. Ich habe es noch nicht gespielt, aber hey, wer mich bei Satisfactory gesehen hat, der weiß auch, dass ich sehr gut bin. Ach, guck mal, das ist tatsächlich auch wie ein Satisfactory. Wir werden auf einen Planeten abgeworfen. Okay, mach ich mal ein bisschen leiser. Willkommen, Bediener. Ich bin Karl, deine künstliche Intelligenz fürs Fabrikmanagement. Hallo. Dieser ressourcenreiche Mond wurde von der Foundry Initiative ausgewählt, um in ein Zentrum der verarbeitenden Industrie umgewandelt zu werden. Aha. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Zahlreiche Teams, ähnlich dem unseren, wurden mit den ersten Aufgaben betraut. Okay. Wir müssen Abbau- und Schmelzbetriebe einrichten, um eine stabile Versorgung mit wichtigen Metallen zu gewährleisten. Mhm. Mein Ziel besteht darin, dich bei der Einrichtung dieser Anlage zu unterstützen. Danke, Karl. Bevor wir jedoch beginnen, müssen wir uns einen Überblick verschaffen. Öffne die Karte, um deine Umgebung zu prüfen. Karte? Fantastisch. Es gibt mehrere Erzstätten in der Umgebung. Öffne dein Inventar und rüste den Erzscanner aus, um die Lagerstätten zu finden. Mhm. Okay, was ist Inventory? Was haben wir da? F, V, L, M, G, C, B, B vielleicht? Inventory. Scanner. Ausrüsten. Gegenstand. Ausrüsten. Bohrer. Ausrüsten. Gemacht. Erzscanner. Scan. Ich scanne. Um loszulegen, nähere dich den beiden Erzstätten und baue etwas Erz ab. Sieht aus, als wenn man da runterfällt. Ich baue ab! Gib mir Erz. Okay, ich hab's richtig drauf. Mit einer rasenden Geschwindigkeit retter ich hier durch den Felsen. Guckt euch das mal an. Wie viel denn noch? Ah, ich habe schon genug. Und ich muss auch noch Blauerz. Muss ich auch noch. Ich mache das einfach, weil ich das eh brauche. Früher oder später. So, Blauerz. Da muss ich wieder scannen, oder was? Blauerz. Da hinten ist was. So, gib mir Blauerz. Das geht richtig schnell. Hälfte haben wir schon. Blauerz ist wunderschön. Großartig. Jetzt, wo wir unseren ersten Erzvorrat haben, können wir ihn zu Platten und Stäben verarbeiten. Geh zurück zu deiner Abwurfkapsel und verwende die eingebaute Schmelze, um deine ersten Grundmaterialien herzustellen. Mach ich. Ich nehme vorher noch ein bisschen Blauerz mit, was so schön ist. Okay, was sag ich? Schmelze, Schmelzofen, was soll ich machen? Schmelzofen bauen. Schmelzofen bauen, das wäre wahrscheinlich, weiß nicht, bei F. Ne, das ist der Abrissmodus. Jetzt habe ich nicht so richtig aufgepasst. C müsste Construction sein. Ne, das ist C. Was? Nein, also okay, erstmal F weg. C drücke ich doch. Wieso ist denn C und B das gleiche? Wenn ich auf B drücke, auch. C, das ist ja Quatsch. Die Taste ist falsch belegt. Haha. Ach so, Herstellung noch nicht freigeschaltet. Ah, das habe ich nicht gesehen da oben, weil ich nach unten geguckt habe. Na gut. So, was soll ich hier einlegen? Alles einlegen. Kann ich hier auch schon was reinschmeißen? Ja.
Okay, hier werden jetzt... Das sieht ja schon wirklich sehr Satisfactory-esque aus. Was brauchen wir denn noch? Nimm 10 Xenoferrit-Platten aus der Schmelze und Technum-Stäbe aus der Schmelze. Das haben wir doch gleich. Sehr gut. In der Zwischenzeit können wir eigentlich noch ein bisschen weiter bohren. Bohren noch ein bisschen. Vielleicht können wir das... Vielleicht können wir da so eine Mine bauen. Würde mich nicht wundern. So. Weil von Hand wird man hier nicht lange arbeiten müssen. Das ist Quatsch. So, gib mir das. Und gib mir das. Mit den Grundmaterialien können wir Baublöcke herstellen, die als Fundament für andere Gebäude dienen. Dazu musst du das Herstellungsmenü öffnen und die gewünschten Gegenstände anklicken. Platziere sie anschließend in Form einer Plattform neben einer der Erzstätten. Aha, okay. Also, jetzt haben wir hier... Stelle 30 Baublöcke her. Was? Und 30 Baublöcke als Fundament. Ah, was ist das? Ja, was ist das? Drahtspule, Baublock, Kiste. Ja, warte, da müssen wir wieder ein paar Sachen hier rausnehmen wahrscheinlich. Zack. Haben wir. Platziere 30 Baublöcke als von der, neben einer Erzlagerstätte. Neben einer Erzlagerstätte. Achso, das sind die drei Seiten. Okay. So, dann. Ziel auf einen näheren Punkt einen Baublock zu platzieren. Einrasten. Ziehmodus Y abwählen. Z. Ziehmodus ist Y. Aha. Und X. Rastet ein. Aha, aha. Okay. So, wo haben wir denn jetzt? Ist das jetzt das Richtige? Da steht neben einer Erzlagerstätte. Ist das hier eine Erzlagerstätte? Ich hoffe doch, aber kommt das Erz denn überhaupt wieder? Da steht ja nicht über, sondern neben. Habe ich richtig verstanden, oder? Als Fundament neben einer Erzlagerstätte. Aber die ist ja leer. Also neben wäre er hier so. Vielleicht sogar hier direkt da drauf. 30 Stück ist ja auch eine Menge. Kann ich das hier... Warte mal ganz kurz. Ah, guck mal, das ist ja Minecraft-mäßig. Das heißt, ich kann hier... einmal die Ebene so ein bisschen... gleich machen. So. Steppenwüstenerde, die habe ich mir schon immer gewünscht. Die bringt mich bestimmt richtig weit. Was ist das? Stein, okay. Ich glaube, dass das nicht nötig sein kann. Ich glaube, ich habe hier irgendwas falsch verstanden. Aber er sagte doch, neben dem Erzlager. Und das ist doch das Erzlager direkt neben uns. Vielleicht müssen wir auch ein anderes suchen. So. Okay. So, das ist jetzt ein Erzlager. Ich drücke nochmal F2. Da. Ah ja, hier. Guck. So. Ich weiß aber nicht, ob das Erzlager voll sein muss. Oder ob sich das hier regeneriert. Es könnte natürlich sein, dass wir ein anderes nehmen müssen. Okay, das wird mir hier noch angezeigt. Vielleicht regeneriert sich das auch. Ich mache das jetzt einfach mal hier. Wir werden sehen, was passiert. So, und dann...
Können wir noch mal so? So. Um den Erzabbau zu automatisieren, müssen wir eine Bergbaudrohne einsetzen. Stelle eine her und platziere sie auf deinem Fundament direkt neben der Erzstätte. Bin mir nicht sicher, dass das richtig ist. So, warte, Construction. Wir bauen erstmal noch Blöcke. So, das mache ich hier nochmal. So. Jetzt sollen wir eine Bergbaudrohne herstellen. Die ist das hier. Bergbaudrohne. Wo ist sie hin? Wo ist die Bergbaudrohne? Haben wir sie gebaut? Da. Alles klar. Und dann hier so rauf. Und wo ist vorne, wo ist hinten? So wahrscheinlich. Keine Ahnung, ob das so richtig ist. Wir werden sehen. Bergbaudrohnen benötigen wie die meisten anderen Gebäude Strom. Lass uns einen Biomassegenerator auf demselben Fundament bauen, auf dem die Bergbaudrohne steht. Sobald er fertig ist, musst du einige Pflanzen und Bäume mit deinem Bohrer ernten, um Biomasse zu sammeln. Mhm. Fülle die Biomasse in den Generator, um alle Gebäude, die auf demselben Fundament stehen, mit Strom zu versorgen. Okay, verstehe. Jetzt habe ich da ein Loch reingemacht. Ich will keine Erde. Das hier ist eher Biomasse, nehme ich an. Na? Warte, habe ich jetzt. Ist das Biomasse? Nee. Na, was ist das denn? Biomasse, ja, okay. Das ist auf jeden Fall das Richtige. Ist genau wie bei Satisfactory. Ist Nicola da? Nee, ne? Ich finde, das ist ein Spiel, wo Nicola eigentlich dabei sein muss. Oh, hier die dicken Bäume. Man will die aber auch nicht zerstören, aber es geht nicht anders. Jetzt noch klein machen. Ne, die sind, glaube ich. Ja, mehr geht nicht. Okay. Gut. Dann. Ran. Wir bauen einen Bio. Strukturen. Da, Biomassebrenner. Da sieht man, dass er gebaut wird. Dauert ein paar Sekunden. Bis der fertig ist. Jetzt ist er fertig. Okay. 5. Ah, der ist ja klein. So. Und jetzt muss ich da Biomasse reinpacken. So. Ne, da. So, alles klar. Schau nur, wie deine Bergbaudrohnen das erste automatisierte Erz abbauen. Sind sie nicht schick? Wie dem auch sei, wir müssen weitermachen. Bauen die da was ab? Lass uns als nächstes eine Schmelze bauen. Ich will wissen, ob die da jetzt wirklich was rausholen. Inhalt 8. Oh ja, die holen da was raus. 12, okay. Also kann man auch, wenn die oberflächlich abgeerntet sind, hier noch was rausziehen. Das ist sehr gut zu wissen. Jetzt wollen wir eine kleine Schmelze herstellen. Eine kleine, da, Schmelze. Die ist in 2 Sekunden fertig. Ach, die muss ich aber manuell da wieder platzieren. Da. Okay. Schmelze! Dann packen wir dich mal da rauf. Die Schmelze ist effizienter als das in der Abwurfkapsel eingebaute Gerät. Daher solltest du von nun an nur noch diese Maschine nutzen. Mach ich. Ein weiterer Vorteil ist, dass Schmelzen automatisiert werden können. Dazu musst du mit Hilfe von Ladern und Förderbändern eine Bergbaudrohne mit der Schmelze verbinden. Das klingt gut. Fahre fort und verbinde sie, während ich das Missionskommando über unseren Fortschritt informiere. Punkt N.
Seltsamerweise kann ich keinen Kontakt zum Missionskommando herstellen. Warum? Es könnte sich um eine technische Störung handeln. Ich werde es weiter versuchen. Versuch es. Also, wir brauchen 20 Förderbänder. Wie viele sind das pro Klick? 2? Ich weiß es nicht. Und wir brauchen den da, den Lader. Brauchen wir aber Materialien. Was brauchen wir denn dafür? Maschinenteile. Xenopheritplatten. Ich meine. Okay, jetzt geht das schon los. Okay, kann nur in Schmelze hergestellt werden. Hat der denn Strom hier? Also, pass auf, jetzt nehme ich mal Inventar verwalten. Was? Das? So, zack. Kann ich ausgerüstet werden? Kann ich denn das jetzt da reinschmeißen? Ja, so ist es. Stark. Und dann gehen wir hier und packen den Rest mal hier rein. Nehmen die Platten mit. Und die nehmen wir auch mit. Haben wir denn jetzt alles, was wir brauchen? Sieben Platten. So. Oh, Taschenlampe. Taschenlampe. Wo ist die Taschenlampe? Da, auf L. Ah ja, sehr gut. Taschenlampe, gut. Dann gib mir mehr davon, bitte. Jetzt bauen wir... Was? Ach. So, wir wollten haben... Förderbänder, wir haben 14 Förderbänder. Das reicht natürlich noch nicht. Und wir brauchen einen Lader. Noch 2 Förderbänder. Machen wir auch eine Rampe. Machen wir einfach mal. Okay. So, 18 Förderbänder. Wo ist der Rest? 20. Okay. Und den Lader. 2 Lader brauchen wir. Mist. Fehlen mir wieder was. Maschinenteile. Ärgerlich. Reicht das jetzt? Ja. Noch ein Lader. Okay. So. Muss man sich in diesem Spiel um Umweltverschmutzung Gedanken machen? Muss man immer. Du hast jetzt alle notwendigen Maschinen, um die Bergbaudrohne mit der Schmelze zu verbinden. Befestige jetzt an alle Maschinen Lader und verknüpfe sie mit Förderbändern. Sobald du damit fertig bist, solltest du weitere Schmelzen bauen, damit wir genügend Metallplatten und Stäbe produzieren, um unseren Auftrag zu erfüllen. Jawohl. Übrigens besteht immer noch keine Verbindung zum Missionskommando. Ist nicht schlimm. Wir haben unser Ziel fast erreicht und benötigen umgehend weitere Anweisungen. Dann machen wir mal so. Jetzt haben wir die... Warte. B für Bag wahrscheinlich. Die packen wir da mit rein. Die da. Die da, alles klar. So, dann. So, wie geht das jetzt? 7. Das ist hier einer und das ist hier einer. So, egal, das ist ein... Keine Ahnung, ob das so richtig ist. Wie geht das hier raus? Eigentlich müsste es ja so schon gehen. Raus, rein. Und jetzt, wenn wir jetzt die Förderbänder nehmen. So. Okay. Intake, Output, Output, Intake, das passt. Guck mal, da kann man reingucken. Was ist das Problem? Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Platziere 4 Schmelzen. Ist das richtig? Kommen die dann...
Nee, da passiert gar nichts. Die kommen da nicht hoch. Aber warum? Das ist doch die richtige Maschine. Das sind jetzt 117. Das müssten ja mehr werden. Das ist voll. Nee, das kommt nicht an. Ist hier ist Öffnung? Ist das die falsche Seite? Nee. Hier sind, da ist, das geht ja schon raus. Das geht nur hier nicht rein. Aber warum? Die Schmelze ist voll? Nee. So, da kommt das raus. Die ist doch nicht voll. Da ist doch noch voll viel Platz. Die Schmelze ist nicht voll. Das Ding ist voll, aber das ist ja das Lagerbecken für das Erz. Ich habe über 100 drin, aber ich darf doch mehr drin haben, oder nicht? Ist 100 die Grenze, aber eben waren mehr drin. Okay, ich baue das jetzt nochmal neu. Habe ich das noch im Inventory? Ja. So, was ist denn, wenn ich das jetzt nochmal... Das ist das, der Eingang. Das muss ja gehen. Nee. Geht aber noch nicht. Was mache ich falsch? Ich weiß nicht, ob der Abstand sein muss. Ich wüsste nicht, warum. Bauen wir da noch ein Dups. Oder muss der so vielleicht? Nee, es geht doch nach oben, oder? Warte mal. Steht da? Ungültige Verbindung. Oh, warum? Warum? Was ist das? Okay. Jetzt macht er automatisch sowas. Was ist denn hier los? Weil das hier... Also, was ist auch nochmal weg? So. Da ist das Band. Wenn ich jetzt nochmal die... Ne, ich kann die Laufrichtung auch nicht mehr verändern. Doch, dann muss ich erst auf die 8 wieder gehen. So, und jetzt drehen wir das. Muss ich vielleicht... Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Vielleicht muss ich das mega umständlich machen. Nee, das ist Quatsch. Das würde dann ja hier auch gehen. Warum geht das nicht? So, und jetzt bitte nach oben. Irgendwas check ich gerade nicht. Warte mal. Wo ist... Alter Schwede. Was ist das Problem? Es geht ja auch hier raus. Also der Ausgang ist ja richtig und der Eingang ist ja genau das gleiche. Intake. Jetzt liest den Chat. Erst unter 20 nimmt er sich wieder was vom Band. Ach so. Das ist der Grund. Ich suche den Fehler natürlich bei mir, aber okay, alles klar.
Okay, dann warten wir mal ab. 20. So, das heißt, ab jetzt müsste er sich wieder auffüllen. Nö. 20 war ein Beispiel, kommt auf die Maschine an. Ja, ich bin mal neugierig. Wir lassen das jetzt mal zum Ende kommen. Maschineninventar voll. Da ist ja auch dieses, dass da noch so oben gezogen wird. Das ist ja schon richtig. Wir sind sehr neu. Wir bleiben dran. Das Setup passt, wird mir vom Chat gespiegelt. So, 5 sind jetzt noch gleich drin. Wenn dann nichts Neues passiert, vielleicht nimmt er sich die dann nur noch einzeln. Dass der hier quasi gar nicht lagert. Weil man das dann nur lagern kann, wenn man es manuell reinpackt. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wir werden es sehen. Ah, warte mal, er bleibt bei 3. Ja, geil. Ha, alles klar, dann ist ja alles richtig. Ich sollte weniger an mir zweifeln. Okay. Platziere 4 Schmelzen klein. Okay. Das machen wir. Dann bohren wir das jetzt hier mal weg. Ich kann alles wegbohren, das gefällt mir. Machen wir Platz. Der Kaktus hier muss auch weg. Okay, haben wir noch Platten? Ne, bauen wir kurz mal neue Platten. Wir haben ja ohne Ende alles, was wir brauchen. Dann gehen wir auf die 3. Wir sollen so. Okay. Dann bauen wir eine neue Schmelze. 1, 2. Haben wir nicht noch eine drin sogar? Nicht 2 gebaut? Nee. Dann brauchen wir wieder ein bisschen Krams. Oh, das nervt mich noch ein bisschen mit dem Abwählen. Keine gescheite Abwähltaste. So. Gib mir das und... Das ist ja das gleiche, das können wir auch nehmen, aber hier brauchen wir noch ein bisschen mehr. Da haben wir nichts von. So, ich brauche noch eine... Mist, was fehlt mir denn noch? Elektronische Komponenten. Ist das vielleicht das andere... Erz? Ich weiß es nicht. So, 1, 2. So. Gehen wir noch mal da hinten hin kurz. Ich weiß nicht, ob ich davon noch was brauche. Wächst das nach? Nee. Das bauen wir denn hier natürlich auch gleich noch mal. Das ist ja schließlich ein anderes Metall. Und langsam kommen wir rein. Und pack mal rein da. Es wird Tag. Yeah, wir können die Lampe ausmachen. Dann bauen wir hier die Plattform nochmal ein bisschen größer. So, okay. Und bauen. Bauen. Ja. Da muss man erstmal gewinnen. So, da geht natürlich noch nichts. Aber wenn wir jetzt... das muss ich auch noch neu bauen. Dieses, wo ist er hier? Der Saugstutzen. Der da. 1. Fehlt mir wieder Shit. So, also eine weitere Schmelze und 2 Saugstutzen. Oh no. Auch noch mehr von dem Metall. Da hinten ist noch was, oder? Kriegt man denn was, wenn man hier so reinbohrt?
Ah ja, okay, da kann man einfach in den Boden bohren. Das ist gut zu wissen. Dann bohren wir hier nochmal ein bisschen in den Boden. Da bauen wir als nächstes natürlich dann unsere Erz. Das ist ja klar. Liest Nils den Chat? Ja, ich lese den Chat. Ich bin. Manchmal versinke ich zu sehr im Spiel, dann vergesse ich das. Aber grundsätzlich bin ich voll am Rumchatten. So, gib mir das. Jetzt haben wir 3 Schmelzen, wir wollen aber 4 Schmelzen haben. Da ist die 4. Und. So, dann gehen wir hier hin. Zack, dann machen wir. So, und. Nee, Entschuldigung. Wo warst du da? 8. So. Fließen die weiter? Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Schmelze ist da. Die erste Aufgabe ist erfüllt. Wir haben eine Schmelzanlage errichtet. Das haben wir gut gemacht, oder? Dankeschön, ja, finde ich auch. An dieser Stelle müssten wir eigentlich weitere Anweisungen erhalten, aber irgendetwas blockiert unsere Kommunikation. Guck. Ich denke, wir müssen improvisieren. Das ist ja Hammer. Im Archiv befindet sich der Bauplan eines Forschungsservers. Ja. Durch eine Materialanalyse sollte ich in der Lage sein, den Bauplan für einen Notsender zu erstellen. Aber das läuft. Lass uns weitermachen und einen Forschungsserver bauen. Mhm. Machen wir. Baue ich gerne. Machen wir nochmal ein bisschen hier Platten. Plattenbau. Plattenbau. So, wo ist sie? Sind da? Gib mir das einfach mal. Bam und bam und bam. Bam, dann bauen wir ein paar Platten. Machen wir das hier richtig groß. Wenn du auf ein Item schaust und Q drückst, wählst du es aus zum Bauen, wenn es im Inventar vorhanden ist. Oh. Okay. Das ist eine sehr gute Vereinfachung. Forschungsserver, das brauchen wir. 20 Stäbe und elektromagnetische Komponenten. Brauchen wir die Technum-Stäbe für. Aber wir brauchen richtig viele von diesen Technum-Stäben. Ich habe aber eine gute Idee. Ich baue jetzt das. Ich weiß, das Tutorial will das noch nicht von mir. Aber ich bin auch. Ich kann mich nicht nur ans Tutorial halten. Ich mache jetzt das gleiche nochmal hier. So. Und zwar. Bohren wir jetzt erstmal was weg. Sehr erfreulich, dass man alles wegbohren kann. Und dann baue ich hier nochmal so. Okay. Hammer. Jetzt machen wir genau das gleiche, was wir gerade gelernt haben. Jetzt bauen wir erstmal ein Kraftwerk. Das Kraftwerk hat, glaube ich, nur ein Slot. Also das ist nicht das Kraftwerk, das ist das Lager. Das Kraftwerk ist Biomassebrenner, können wir bauen. Nee, warte mal, hattest du nicht gesagt, ich kann so und... Nee, das geht nicht. C, Biomassebrenner, was brauchen wir dann? Brauchen wir mehr von den Stäben. Bisschen Zeug, damit wir die Stäbe herstellen können. Okay, zurück zur Kapsel. Rein damit. Dauert jetzt einen kleinen Moment.
Oh, das wird irgendwann alles so... Das wird aussehen wie, Satisfactory. Ich sehe es schon kommen. Gib mir die Stäbe. Kann ich jetzt bauen? Ich brauche einen... Ja, super, haben wir. Und dann brauchen wir... Die Schmelzen. Elektromagnetische Komponenten. Zu wenig Herstellungsmaterial. Oh Mann. Okay, das kann eine Weile dauern. Bis wir das jetzt hier fertig haben. Ah, okay, wir brauchen viel mehr von dem Zeug. Okay, wir müssen auch ein bisschen abbauen jetzt hier händisch. Wo ist Nikola? Schau zum Beispiel den Boden an und drück die Q. Wenn du Boden im Inventar hast, wählt der ihn aus. Ja. Ne, Triceratops, da reden wir gerade jetzt mal nicht drüber. So. Hoppido und rein. Das dauert so lange, warum denn nur? Wir können mal ein bisschen Biomasse sammeln noch in der Zwischenzeit. Ist das Biomasse hier? Ja. Müssen wir gleich ja in das Kraftwerk reinschmeißen. Gib mir das 10 Stück. Construction. So, wir wollen... Biomassebrenner haben wir. Jetzt wollen wir die... Genau, die Dings haben wir auch. Jetzt brauchen wir Schmelze. Damit haben wir schon fast alles, was wir brauchen. Genau, das ist der Biobrenner. Kriegt jetzt bitte einmal Inventory verwalten. Da, Biomasse. Sehr gut. Jetzt müssten die eigentlich hier losfliegen. Das machen sie auch. Sehr gut. Und jetzt können wir hier schon den ersten Freund reinsetzen. Und können dann jetzt... Ah, jetzt müssen wir zwei Lader bauen. Das ist wie in der DDR. Das dauert ewig, bis die Lader fertig sind. Wobei die Lader waren ja aus der Tschechei oder so, Tschechoslowakei oder sowas, ne? Aber da war das doch bestimmt ähnlich. So. Zack. Bam. 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 Ich bin begeistert. Warum geht das nicht? Muss ich da erstmal was reinlegen, damit er weiß, was er bauen soll? Oder wie sehe ich das? Also, gib mir das erstmal und dann Inventar verwalten. Es ist keine Stellangabe in dieser Maschine möglich, bevor du einen zugelassenen Gegenstand hast. Was? Wie, aber warum? So. So. Ja, Hammer. Jetzt macht er das. Und jetzt muss er eigentlich dann auch hier... Warum rückt das nicht nach? Warum? Warum? Was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist das Problem? Das muss doch eigentlich zumindest... jetzt hier runterfallen. Output. Intake no foundation.
Okay, da muss ich also auch eine so Blöckchen setzen. Oh no. Very sorry for the inconvenience, liebe Drohnen. Jetzt geht's. Okay, guck mal. Lol. Ah, jetzt. Jetzt checken sie es. Okay. Sehr gut. Jetzt löppt's. So, sehr schön. Jetzt können wir nämlich hier wieder auch ein bisschen mehr bauen. Das gefällt mir ganz ausgezeichnet. So, dann bauen wir noch 3 Loader und 3 Schmelzen. 3 Loader und 3 Schmelzen. So, noch eine neue Schmelze. Gut. Wo sind die Schmelzen? Wo seid ihr? Ah, unten links sieht man aber genau, was der macht. Also der baut auch die Zwischenkomponenten vorher. Das finde ich sehr gut, dass man das nicht manuell machen muss. Das ist ja bei Satisfactory ist das halt so. Da muss man die manuell setzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel also Eisenerz habe und verarbeite die dann jetzt in diese Platten hier, dann müsste ich manuell dafür sorgen, dass genau jeder Zwischenschritt durchgeführt wird. Hier ist das so, dass ich, wenn ich jetzt einen zum Beispiel einen Biomassebrenner errichte und ich brauche dafür die elektronischen Komponenten, dann baut er die automatisch. Die sind ja hier. Da. So habe ich es gerade gesehen. Ich denke mal, vielleicht täusche ich mich auch, aber das müsste eigentlich so, wie ich es gesagt habe, stimmen. Es nimmt einem ja ein bisschen Arbeit ab. Wenn das so ist, wie ich denke. So, dann als nächstes 1, 2, 3 und dann nehmen wir wieder die Förderbänder und ziehen die bis dadurch. Und jetzt müsste das doch eigentlich alles gehen. Jawohl, das geht durch, das geht durch, das geht durch. Ich bin begeistert. Jawohl. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier die Dinger da rauscatchen. Und geht alles sehr viel schneller jetzt. Und jetzt machen wir uns an den Forschungsserver. So. Das ist gut. Dann können wir hier jetzt noch ein paar neue Plattformen bauen. Und setzen die jetzt hin, dann bauen wir diesen gewünschten Forschungsserver. So, also Forschungsserver, wo bist du? Forschung? Forschungsserver. Genau, und hier seht ihr da, seht ihr das? Da werden diese Zwischenschritte gemacht, ne? Also diese Spulen und so weiter hergestellt. Und erst wenn er damit fertig ist, da, dreh, diese ganzen Zwischendinger, dann macht er das Hauptprodukt. Und das finde ich gut. Gefällt mir. Geht ein bisschen einfacher dann. So, Forschungsserver, nee. Forschungsserver. So. Oh, der ist ja riesig. Ich will den natürlich nicht so bauen, dass ich mir hier weitere Schmelzen kaputt mache, sondern der kommt dann. So. Um in der Forschung voranzukommen, musst du Forschungspakete herstellen. Mhm. Stelle einige von Hand her und stecke sie in den Forschungsserver, um den Notsender-Bauplan zu erforschen. Okay. Erst haben wir auch noch ein bisschen Biomasse. Das ist nicht viel Biomasse, das ist sehr viel mehr Biomasse.
Gib mir die Biomasse. Das finde ich wirklich klasse. So, jetzt zerschreddern wir hier diese einzigartige Flora des Planeten. Die kommt nur hier in diesem Tal vor. Und wenn wir weiter Raubbau betreiben, dann sinkt ihr Bestand bald unter die kritische Masse. Gibt es nicht mehr genug Samen, die durch die Luft fliegen und neue kleine Bäume bilden können. Und dann wird das hier ein Wüstenplanet sein. Und unsere Gier ist schuld. Aber was willst du machen? Dieser prächtige Baum ist viele tausend Jahre alt. Und jetzt ist er nicht mehr da. Der Mensch kann zerstören, was die Natur in Jahrtausenden erschaffen hat. Wobei, wir sind ja eine Maschine, wir sind ja kein Mensch, wir sind aber natürlich vom Mensch beauftragt. Wir sind eine Erweiterung des Menschen und damit auch der Mensch selbst. Kaktus! Was auch immer das hier ist. Ah, das war sehr ergiebig. Denn wir müssen hier den Johnny hier befüllen. 100 Mark da rein. Okay. Jetzt hat er gesagt, stelle 3 Forschungspakete her. Wie funktioniert das jetzt? Ich muss irgendwas manuell reinschmeißen. Kann ich das bauen? Manuell bauen? Oder wie funktioniert das jetzt? Forschung da. Ah, da brauche ich die Stäbe für. Okay. Es wird wieder Nacht. Wir machen die Lampe an. Wir nehmen uns erstmal alles, was hier drin ist. Und dann holen wir uns die Stäbe. In weiser Voraussicht haben wir das hier errichtet. Ist das nicht klug gewesen? Und schnappen uns die Dinger hier. So, und dann können wir jetzt 1, 2, 3 waren das? Oder wie? Wieso nicht ein paar mehr direkt bauen? Warum nicht direkt 10? Brauchen wir früher oder später sicherlich alles. Okay. Dann. 1. Ja. Okay, 1. Und jetzt? Seht ihr irgendwas? Und? Oh, dauert das lange. Das dauert Ewigkeiten. 3. Erforschte Notsend. Also, also, warte, das haben wir jetzt da reingeworfen. Ist das überhaupt richtig, was ich jetzt hier mache? Forschungsfenster. Und Notsignal, ne? Wird mir irgendwo angezeigt, wo das ist. Notsignal. Hatte er das gesagt? Ja gut. Es ist... Ah, okay, das ist direkt da oben. Ich dachte, das hätten wir schon, weil es grün ist. Forschung starten. 15 Sekunden. Ja, geil. Guck. Hammer. Dann können wir in der Zwischenzeit... Das dauert nicht lang. Wird ja gleich fertig sein. 14... Ah, mehr als 15 Sekunden. Wir schreddern hier nochmal ein paar Bäume weg. Schredder, Schredder. Oh, diese schönen uralten. Tiere habe ich aber noch nicht gesehen. Fertig. Erforscht. Wir erforscht. Haben jetzt einen Notsenderbauplan. Sehr gut. Produziere den Sender und stelle ihn auf, aber nicht zu nah an bereits aufgestellten Maschinen, denn natürlich die Rettungstrupps nicht. Neigen dazu, direkt auf den Sendern zu landen. Oh. Ja, das wollen wir nicht. Das wollen wir verhindern, deswegen baue ich die Plattform noch ein bisschen weiter aus. Oder später müssen wir das eh alles nutzen.
Was ist denn hier? Das gefällt mir gar nicht, hier diese Lücke da. So. Und dann bauen wir das hier. Fertig. 2. Ah, okay. Hier lassen wir noch ein bisschen Platz. Ja, ich weiß nicht. Bau mal hier. Hab ich. Knopf drücken. Da ist der Knopf. Großartig. Hilfe kommt. Tritt einen Schritt zurück und schau nach oben. Schon ein bisschen, jetzt kommt tatsächlich dieses Raumschiff, ist ähnlich wie bei Satisfactory. Ein echter Wegbereiter. Dieser Corporate Command Companion Bureaucrat Bot, kurz C3BB, wird uns helfen, eine Verbindung zum Missionskommando herzustellen. Zuerst müssen wir ihm aus der Kapsel helfen, indem wir sie zerlegen und an einen sicheren Ort bringen. Okay. Und jetzt? Was ist die? Was ist denn für dich ein sicherer Ort? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Da. Willkommen am Boden, C3BB. Wir haben dieses Notsignal aktiviert, weil wir Probleme mit der Verbindung zum Missionskommando haben. Bipipapapup. Hallo, Buddy. Kritischer Schaden an der Missionskommandoraumstation? Spontane explosive Demontage? Das ist äußerst besorgniserregend. Und was jetzt? Sind wir hier gefangen? Das entspricht unserem Protokoll für den Katastrophenfall. C3BB, leite eine gründliche Analyse des Vorfalls ein. Ja. Wir integrieren dein erweitertes Bauplanarchiv in unsere Forschungsserver und errichten eine autarke Produktionsstätte, um auch Nothilfe leisten zu können. Okay. Er macht das schon das Richtige. Hier ist natürlich leider unsere Plattform komplett zerstört. So, macht er jetzt automatisch oder muss ich ihn noch irgendwie. Muss ich nochmal mit dir reden? Du hast recht, wir brauchen eine Maschine, die gewöhnliche Objekte herstellen kann. Ich bin froh, dass du den Bauplan gespeichert hast. Mhm. Also los, erforschen wir den Fertiger. Jetzt geht's los. Kannst du nicht? Du hast recht, wir brauchen eine Maschine, die gewöhnliche Objekte herstellen kann. Ja. Ich bin froh, dass du den Bauplan gespeichert hast. Ich erst. Also los, erforschen wir den Fertiger. So, dann lass uns mal gucken. Wir können jetzt hier wieder was reinschmeißen. Wir haben ja schon 7 Dinger da. Der Fertiger ist hier. Und Forschung starten. Guck mal, zum Glück haben wir vorausschauend geplant. Wir können im Grunde genommen direkt, solange wir nichts anderes zu tun haben, noch ein paar von diesen Freunden bauen auch. Ja. Holen wir uns hier nochmal wieder die Sachen hier raus. Was wir haben, haben wir. In der Zwischenzeit gehen wir nochmal ins andere Lager. Was uns jetzt vorkommt, wie lange Distanzen, wird vermutlich in wenigen Stunden ein Katzensprung sein. Ey. So. Wir dürfen die nicht mal leeren ohne Strom. Okay. Forschung ist gleich fertig. Was kostet das? 4 kostete das? Nee. 5. Kann das hier mal weg? Das nervt. Dieser Schrott. Fertig. Haben wir. Muss ich den herstellen, vermutlich. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der Fertiger. Äh,
Wo ist da? Fertige 1. Bauen wir mal ein paar. So. Da ist er. Hi, Buddy. Haben wir. Großartig. Der Fertiger wird als Grundlage für die Massenproduktion der am häufigsten benötigten Gegenstände dienen. Die Tage der Handarbeit sind vorbei. Nice. Aber, ja. C3BB ist es gelungen, eine begrenzte Verbindung mit der Raumstation herzustellen. Er wird versuchen, nützliche Informationen zu sammeln, derweil wir uns auf die Erweiterung konzentrieren sollten. Das machen wir. Stimmt. Für eine fortschrittlichere Forschung müssen wir unser Materialwissen erweitern. Das Ziel ist, ein fortgeschrittenes Forschungspaket zu entwickeln. N der Wert der anderen Baupläne ist aber auch nicht zu unterschätzen. Nee. Ersten Analysen zufolge ist das Missionskommando schon lange dahin. Es gibt also keinen Grund zur Eile. Kaputt oder was heißt dahin? Zerstört? So, ich will jetzt hier, was, wie, warum? Okay, das bleibt da einfach liegen. Das ist ja total mies. Horizontal, vertikal, runter da. Ah, warte, da war's. Ey! Ja, warte. Danke, okay. Und... So. Oh, nein, Nils. So. Okay, wollen wir das mal wieder reparieren? Was ist denn da schon wieder los? Okay, das gefällt mir überhaupt nicht. Leeren. Leeren. Okay. Keine aktive Forschung, das können wir ändern. Wir schmeißen ja neue Dinger rein und Forschungsfenster. Was ist das? Charakterverbesserung. Brauchen wir das? Basisinfrastruktur ist sehr viel wichtiger. Kostet 5 Öcken. Forschungsöcken. Okay. So, jetzt können wir aber auch diesen sagenumwobenen. Haben wir schon gebaut gerade, oder nicht? Fertiger. 2 Stück. Haben wir doch. Wo seid ihr? Da. Ne, 4 haben wir sogar gebaut. 4. Frage ist. Boah, der ist riesig. Ne, der ist auch nicht so riesig. Wie funktioniert das genau? Ah, Mann, jetzt schwebt da diese Teile. Na, warum? Das ruiniert mir alles. Warum gehen die nicht weg? Das ruiniert mir die ganze Basis. Ich bin sehr sauer. Ich bin richtig sauer. Ich glaube fast, dass die ja eigentlich... Oh, das macht mich gerade wahnsinnig. Kurz überlegen. Hier muss das ja rauskommen. Oh, mit dem Bohrer kann ich es abbauen. Ah, geil. Danke. Oh, ich war schon ganz frustriert. Klar, mit dem Bohrer muss ich das machen. Gibt mir ja auch schönes Material. Oh, herrlich. Ich war so ein bisschen im Fallout noch, im Wasteland-Gefühl, dass der ganze Dreck da nicht wegzumachen ist ohne Mods. Okay, sehr gut. Okay. Ja. So. Was fehlt mir denn jetzt? Das ist, ach so. Guck. Da in den Löchern ist auch noch was gelandet. Okay, jetzt. Bam. Oh, fantastisch. Ah, jetzt fehlt mir wieder der Bodenbelag. Mach mal. 3 rein da. Sehr schön. So, und jetzt muss ich kurz mal nachdenken. Es wird ja wahrscheinlich so sein, dass ich dasselbe Spielchen jetzt nochmal machen muss. Also, dass quasi dann
hier einen Ausgang hin muss, sodass die fertige Ware dann in den Fertiger kommt. Das heißt, ich muss ein bisschen vorausplanen. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Schmelzen ich unterhalten kann. Ich glaube, ich muss auch unterhalten erstmal wieder mit dem hier reden. Oder? Okay, Mathe-Genie. Wenn man 8 kleine Schmelzen braucht, um ein Förderband zu füllen, dann werden wir 8 für jedes Metallerzlager aufstellen. Ah. Ja, da geil. 16 Schmelzen insgesamt. Ja. Jetzt, siehst du, jetzt geht's nämlich los. 16 Schmelzen, dann machen wir das doch. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, das heißt... Hier nochmal 4 und dann drüben nochmal 4. Also 8 nochmal bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wird toll werden. Ich glaube, ich gehe hier um die Ecke dann, oder? Machen wir das gerade. Ah ne, wir machen das gerade. Komm. Dann. Ja. Alles weg. Jetzt wird es interessant. Alles weg. Danke. Was haben wir hier noch? Früher oder später muss das eh alles weg. Okay, so dann. Wo habe ich meine da? Hier die 9 Schmelzen hin. 3 haben wir, also 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Die haben auch keinen Strom. Das ist schade. Dinger muss ich dringend verbessern. Das ist wirklich hart nervig. Diese Biomasse da mal reinzuschmeißen. Okay, jetzt muss ich die ja noch verbinden alle. Das heißt, wir müssen genauso viel nochmal bauen von den Loadern. Da brauchen wir richtig viele. Oh, eventuell, wenn sie dann halt... Ich muss ja auch dann die Ausgänge bauen. Um in die Fertigungsanlage zu kommen. Da brauchen wir eh ein paar von. Und vielleicht auch noch ein paar Förderbänder. Schauen wir mal, bauen wir mal. So. Okay. So, dann. Hier geht's weiter. Bam. Und Förderbänder. Nee, das ist die 8. So. Und... Ey, ich habe nicht genug davon. Ja, er baut immer noch die Loader. Ja. Mach mal, dann gehen wir kurz mal rüber in der Zwischenzeit. Dann müssen wir das gleiche Spielchen machen. Vorbereiten. Das weg, bitte. Ist egal, in welche Richtung wir bauen. Hier haben wir die... Ja, da machen wir es in diese Richtung. Oh, hier müssen wir ein bisschen aufräumen noch. Denn wir wollen dieselbe Richtung weg vom Biomasse-Generator. Dann nehmen wir mal die Plattform und ziehen das hier mal auf. Oh mein Gott. So. Brauchen wir auch wieder welche von? So. Ziehen dann gleichzeitig hier mal alles raus. Müssen vermutlich hier auch mal ein bisschen Biomasse nachschmeißen.
Ah, geht noch. Aber machen wir natürlich trotzdem. So. Gut, dann haben wir jetzt auch die neuen Platten. So. Dann haben wir die neuen Schmelzen. Eins, zwei, drei. Reicht aber doch gar nicht, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eine fehlt. Habe ich drüben eine zu viel gebaut? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oh, shit. Ja, der aber kann ja nur acht angeblich unterstützen. Hallo? Ey, was ist das? Ey, 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 was ist das denn jetzt? Was ist das? Ich will das nur... Hallo? So. Genau. Und das auch? Super, das machen wir gleich bei dem anderen ran. Jetzt haben wir genug Förderbänder. Ne, andere Richtung. So, genau. Und bam. Yo. Das läuft. Und das muss dann ja jetzt in den Fertiger hinein. Oder wie oder was? Sollen wir mal direkt den daneben bauen? Wobei ich mich gerade frage, das müsste ja dann vielleicht so. Das muss ich einfach mal ausprobieren jetzt. Das machen wir am besten, indem ich es mal baue. Also, das Zeug muss ja auch irgendwo wieder raus. Und das muss ich vielleicht dann auf der anderen Seite auch bauen. Oder können wir... Nee, das geht nicht. Oder dass wir das hier höher machen. Nee. Wo kriege ich denn hier noch so einen, wenn ich den jetzt... Naja, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Naja, ich muss, glaube ich, die andere Seite nehmen. Ich befürchte, wir müssen das so machen. Dass es ein bisschen lame ist. Aber... So kann man gar nicht immer so gut daran, aber muss ich denn ja vielleicht auch nicht mehr. Okay, also wenn jetzt hier Output ist. Ich probiere jetzt einfach mal und dann nehmen wir... Zack. Kommt denn da jetzt... Nee, nicht Intake. Out. Kann ich das ändern? Toggle Output. Ah ja, geil. Output. Ah, super, okay. Ich weiß nicht, ob das auch von der anderen Seite geht. Vielleicht. Aber so sollte es in jedem Fall gehen. So. Dann machen wir... Stellen wir die erstmal alle auf Output. Zack. Und den letzten, der kommt hier hin, den stellen wir auf Input. Ja. Und dann ziehen wir das hier so durch. Okay, guck. Da kommen jetzt diese Platten raus. Auf der anderen Seite gehen die rein, hier gehen die raus. Und gehen jetzt in den Freund rein. So, und jetzt müssen wir natürlich gucken.
Jetzt können wir dem sagen, was er hier bauen soll. Zum Beispiel Forschungspakete würde sich ja anbieten. Da braucht er aber auch die anderen, die Stäbe da, die Technum-Stäbe braucht er auch. Das heißt, die müssen wir eigentlich hier erstmal heranführen. Da brauchen wir sehr viel von den Förderbändern. Darf ich die vielleicht auf demselben Band mitfahren lassen? Ist doch eigentlich... Ja, wir bauen ein eigenes Band. Zack. Also, wir müssen das da in diese Richtung legen. Machen wir erstmal hier die Plattform voll. So. Dann legen wir hier einen weiteren Input rein. Und dann fangen wir mal an, hier die Dinger zu lesen, zu legen. In diese Richtung, genau. So. Das bauen wir erstmal hier zu Ende. Haben wir jetzt hier alle 8? Ne, warte mal. Haben wir 7 erst, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. Das heißt, die Schmelze kommt hier auch noch hin. Gut, dann machen wir das hier noch fertig. Oh. 1, 2, 3, 4. Und die 8. So. Jetzt will ich hier aber eigentlich keinen Fertiger hinstellen, sondern ich will, dass das Band, genau, dass wir jetzt hier einen gemeinsamen Output machen, den führen wir aber da hinten hin. Das heißt, erstmal noch eine Plattform vergrößern. Also genau andersrum. Wo habe ich das immer, links oder rechts gemacht? Ist egal. Eins. Rein ästhetische Gründe. Und noch ein paar von den Dingern hier. Dann sind die hier auf jeden Fall Output. Bam. Und dann ziehen wir das so lang. Bam. Okay. So, die Dinger brauchen wir. Es dauert mal, bis sie fertig sind. Oh nein. Ah, kann ich die nachher noch umdrehen? Nee. Falsch umgesetzt. 7. So rum. So, dann machen wir jetzt das Förderband noch so. So. Und dann alle Output. So. Und dann bauen wir das da hinten dran. Gehen jetzt. Soll ja in die Richtung gehen, genau. Aber oh, ich brauche mehr von den Dingern. Ist leider nicht dieselbe Größe, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Wir müssen mehr von den Förderbändern bauen. So. Nee, nicht Kurve. Wir gehen jetzt hier runter. Runter, runter, runter. So, 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 so. Das Ding muss, glaube ich, jetzt hier rauf.
Das machen wir mit der Rampe. Bam. Und ich glaube noch eine. Bam. Reicht das? Ist das gleiche Höhe? Hoffe ich doch. Ey, hä? Was? Nein. So. Okay, und dann... So, und jetzt? Heirat. Ja. Okay, jetzt kommt der Spaß hier rein. Darunter fährt hier entlang. Und da rein, Intake. Haha. Satisfactory lässt grüßen. Ist das Hammer oder ist das Hammer? Seid ihr noch da? Oh, die Rampen laufen in die falsche Richtung. Das ist ja mal schade. Warum machen sie das? Oh, warte. Warte mal jetzt, was soll denn das? So. Jupp. Jetzt geht's. Da kommen sie. Das ist halt wirklich 1 zu 1 Satisfactory. Let's go! Da rein! Jetzt können wir uns aussuchen, was wir bauen wollen. Was wollen wir denn mal bauen? Logistikcontainer. Ne, diese Forschungsdinger bauen wir jetzt mal. Die da. Oh, was brauchen wir denn dafür? Wird das gebaut? Das ist ärgerlich, dafür brauche ich Maschinenteile. Mhm, das geht aber nicht. Rezept ändern, das heißt, muss ich erstmal Maschinenteile bauen. Ja. Das heißt, ich muss hier doch mehrere nebeneinander dann haben. Jetzt brauche ich hier Maschinenteile. Direkt einen zweiten bauen. So. Darf ich das so nacheinander bauen? Kein Strom. Das wird immer nervig sein. Was wolltest du noch von mir? Du hast recht. Das wird eine gute Zufuhr an Platten und Stäben garantieren. Angesichts der anstehenden Aufgabe werden wir aber schon bald vielleicht noch weiter aufstocken müssen. Ja, könnte sein. Nehmen wir uns jetzt einfach nur einen Moment Zeit, um diesen Erfolg zu genießen. Ja, gerne. Gerne. Also jetzt habe ich hier ein Intake. Jetzt muss ich das eigentlich nach da? Jetzt habe ich das aber umsonst. Ah. Also der braucht das für den Kladderadatsch. Was ist jetzt hier mit den Logistikcontainer? Muss ich die dazwischen schalten? Vielleicht. Aber wir können das jetzt umbauen. Die kommen jetzt da rein und dann kommt da das raus und auch da rein. Dann lass uns das mal ändern.
Und das hier müssen wir auch ändern. Das mal mit setzen. So. Und bauen jetzt hier noch einen Output, da einen Input und da einen Input. Das heißt, wir gehen wieder in den. Frage ist, kann ich den so setzen? Das war nämlich mein eigentliches Vorhaben. Nein. Mist. Also ich brauche zwei daneben. Probieren wir das erstmal so. Gucken, ob zwei reichen. Oder ob wir mehr Platz lassen müssen, weil die Idee, die ich hatte, war eigentlich... Ja, genau so. Und... ich hoffe, das klappt. Und? Der Output... Ne, warte mal, das ist ja... Ne, das klappt so nicht. Fürchte ich. Der nimmt das so nicht auf. Ich muss einen zweiten bauen. Schade. Schade. Das wird so nicht klappen. Aber das ist ja blöd. Ich überlege gerade, wenn ich so einen baue. Der kommt ja von da jetzt, ne? Wenn ich jetzt hier einen baue, da ist das Gebäude, da ist das Band. Also andersrum. So. Und dann setzen wir da unten rein. Zack. 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 Warum ist das eine unsinnige Verbindung? Naja, warte. Warum ist das ungültig? Das sieht doch fantastisch aus. Weil das... Entschuldigung, ich finde, das ist brillant. Warum? Bundesliga war super. Ja, vielen Dank, Criminello. Was ist dein Problem? Hier ist... Ah ne, warte mal. Das muss andersrum sein. Muss das nicht so sein? Ja! Warum ist es eine ungültige Verbindung? Das ist perfekt. Zieh mir keinen Quatsch. So, und jetzt machen wir noch... dieses Ding da rein. Dazu machen wir auch wieder so ein Intake. Bam. Und dann das weg. Das weg. Und stattdessen wupp. Das ist jetzt nicht so ideal. Daran. Daran. Dann kann ich da keine Kurve machen. So. Und jetzt kommt das da auch rein. Dieser Schwenker ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Und wenn ich jetzt sage, bau mir bitte diese Forschungsbriketts. Mann, wieso kommen die nicht an? Was ist das Problem? Jetzt geht's. Immer noch nicht.
Warum? Es ist perfekt. Ich bin gekränkt und beleidigt. Warum? Alles ist perfekt. Nur du nicht. Maschine. Warum willst du mir diese Befriedigung nicht gönnen? Ungültige Verbindung kann nicht. Blabla, warum? Hilfe, Hilfe. Quatsch mit Soße. Warum geht das nicht? Ick, ick. So, das ist hier Output und das andere ist Input. Alles ist richtig und gut. Nur das Spiel nicht. Machen Sie außen rum. Lass mich kurz überlegen, was dein Problem ist. So. Ach, warte. Da ist noch eine. Ja, das war's. Wahrscheinlich, hoffentlich. Guter Hinweis. Ich wünschte, er wäre von mir gekommen. Aber ist er leider nicht. So ein Jammer. Nein! Ich glaube, ich muss die Kurve anders legen. Aber ich weiß es nicht genau. So, warte, da kommt das rein. Jetzt muss ich ja wahrscheinlich noch eine Kurve legen. Warte, weil sonst ist der Anschluss falsch. Jetzt muss ich eigentlich nochmal drehen. Ich brauche eine Kurve. So geht's nicht. Ich muss eine Kurve da reindrehen. Es ist doch so nicht möglich. Ah. Warum? Freunde, ich muss... Warum will er nicht? Drehen, Achse R. Ah ne, so reicht. So reicht. Ich habe zu kompliziert gedacht. Ja! Haha! Da, 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 da. It's amazing! We did it! Ich glaube, damit haben wir es im Prinzip durchgespielt. Komplexer wird das nicht mehr. Hammer. Es ist wie überlastet. Wir haben nicht genug Bio. Dingsbums. Müssen mehr bauen. Ja, mache ich. Kein Problem. Wo bist du? Biomassebrenner. Das ist immer das Schlimmste. Bei Satisfactory auch schon, dass man die manuell befüllen muss. Das muss man so schnell wie möglich ändern. Biomasse aktiviert. Inventar verwalten. Reinschmeißen. Sehr geil. Was willst du schon wieder? Nix. Bin regelrecht begeistert. So, jetzt genug Strom. Muss ich wieder Bäume sägen. Sehr schön. Aber dauert lange. Dauert sehr lange. Da müsste ich eigentlich... mehrere bauen. Oder? Mehr von denen bauen. Das dauert doch voll ewig. Wer hat sich das ausgedacht, dass das so ewig dauert? Klick, 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 klick. Okay, dann... Ah, vier haben wir immerhin schon drin. So, jetzt können wir nochmal zum Forschen gehen. Hauen die da jetzt rein. Kann ich das nicht direkt auch ins Forschungszentrum leiten eigentlich? Oh ja, das geht. Aber dann sollte ich das Forschungszentrum doch hier bauen. Versteht's? Das muss ich mal umsetzen. Das wusste ich ja vorher nicht. Wie der Ablauf sein wird. Warum machen wir das doch? Dann gehen wir jetzt hier das gleiche Spielchen nochmal.
Output rein. So. Output, toggle, toggle. Und dann bauen wir das hier ab. Ich muss wahrscheinlich, weiß ich, muss ich die da erstmal rausnehmen? Ja, ne? Ich weiß nicht, ob ich die zurückbekomme, wenn ich das jetzt abbaue, das Ding. Bau ab. Abgebaut. Forschungszentrum. Wo bist du? Ist das das Forschungszentrum? War es das? Hey, war das das Forschungszentrum? Ich glaube, oder? Ja, das muss es sein. Output. Und das machen wir jetzt genau so. Output, Input. Gut, gut. Und der geht so. Was? Oh, jetzt habe ich keine. So. 8. Es ist unfassbar. Das ist einfach Progress 3000. Or is it? Es scheint zu klappen. Ich glaube, wir haben es drauf. Rechtsklick brauchst du immer 5 Stück. Ah, gut zu wissen. Freunde, ihr habt das Gefühl, wir sind richtig gut. Jetzt müsst ihr natürlich so ein bisschen wissen, was kann wie viel bestücken. Also ich brauche ja sicherlich, wie man an diesem Rückstau sieht, weitaus weniger von diesen Platten. Für einen so eine Konstruktionsmaschine. Das heißt, ich könnte locker mehrere von denen da bauen. Wir sehen ja, ja, hier ist ein dicker Stau. Das einzige ist Strom, was ein bisschen nervt. Aber ich könnte jetzt davon eine zweite Maschine errichten. Kann man die übereinander bauen, vermutlich nicht, da dampft es ja raus. Aber ich könnte eine Plattform errichten. Zweiten Stock quasi. Weil das ist ja mega langsam. Das soll ja ewig. Warum dauert das so lang? Nein, das kann doch nicht sein. Wieso sind da nur 3 drin? Jetzt können wir ganz schnell mal was erforschen. Was wollen wir da haben? Dekor, Container, Bandausgleicher, Licht, Erzscanner, Ignium, Lader, zweite Reihe. Oh. Ja, sowas ist doch eigentlich am besten, ne? Brenner. Was ist denn hier mit einem Inventargröße, Bergbau, Bohrgeschwindigkeit, immer wichtig. Ja, das wird man früher oder später alles brauchen. Aber ein besserer Generator ist auch sehr wichtig. Das wäre dann... Wo warst du? Der, achso, hier, Brennergenerator. Weil ich nicht weiß, was da verbrannt wird. Da. Da staunen sie sich. Erstaunlich. Ja, okay, das dauert, aber die fliegen da gleich dann rein. Ja, das ist gut. Seid ihr noch da? Ja, oder? Wir machen an dieser Stelle mal eine Pause. Das ist Foundry. Foundry ist von Paradox. Und ganz, ganz neu. Aber bevor wir eine Pause machen, gucken wir uns mal unseren Charakter an. Wir können nämlich hier die Farben ändern. Das ist sicherlich im Multiplayer besonders vonnöten. Aber wir können bislang, also später wird man sicherlich dann mehr Farben zur Auswahl haben. Der Bohrer ist orange. Man sieht keinen Unterschied. Oh, jetzt sieht man einen Unterschied. Ah, okay. Düt, 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 düt.
die bleiben jetzt mal unter. Im Multiplayer ist das wichtig. Da kann man die Farben der Mitspieler direkt erkennen. Yo, also das hat eine Menge Potenzial. Ich weiß nicht genau, wo es sich positioniert. So zwischen Factorio und Satisfactory. Ob es auf Dauer sich da eine eigene Nische schafft. Oder ob es dann wirklich zu sehr ein Nachbau von Satisfactory ist. Weil viele Sachen sind halt ähnlich, ne? Also die Bänder, also erstmal die Perspektive, dass es so eine Ego-Perspektive ist. Dann, dass man diese Erze hier hat, dass man dann die Erze abbauen muss. Jetzt ist es natürlich, sind es hier Drohnen, bei Satisfactory ist es dann so eine spektakuläre Miner. Hier ist alles ein bisschen anders, aber auch das mit den Laufbändern, dass man sie dann in die Maschine reinführen muss, Kreisläufe bauen muss, dass es immer komplexer wird. Das ist schon sehr, sehr ähnlich. Auch Forschung gibt es bei Satisfactory. Leicht anders, aber auch dann hier diese Bio-Kraftwerke sind auch 1:1 wie bei Satisfactory, dass man manuell die Pflanzen schreddern muss. Aber was hier anders ist, ist es halt so eine Voxelwelt. Man kann wirklich alles zerstören. Bei Satisfactory gibt es gewisse landschaftliche Einflüsse, Phänomene, die sind einfach da. Die kann man nicht zerstören. Hier ist alles zerstörbar. Und das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Weil man sich dann die Landschaft noch viel mehr untertan machen kann. Oh, hier diese riesige Bananenpflanze. Satisfactory muss man sich schon so ein bisschen anpassen. An die Umgebung. Hier kann man wirklich alles einfach kaputt machen. Das ist gut und wichtig. Und konsequent. So, jetzt haben wir lächerlich wenig. Nochmal hier. Naja, ihr seht, das ist eine Menge Arbeit. Okay, das war mal so ein erster Blick in Foundry. Schreibt mir mal gerne in den Comments-Bereich auf YouTube, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ob ihr sagt, oh Nils, du musst Nicola und Florentin auf jeden Fall rekrutieren und ihr spielt das zu dritt weiter. Das hat eine Menge Potenzial. Oder ob ihr sagt, seid ihr doof, dann spielt doch einfach Satisfactory nochmal. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Für den Moment war das ein Erstblick und wenn ihr Interesse habt, denkt dran, jetzt gerade sind, glaube ich, alle Paradox-Spiele, inklusive Foundry eigentlich, das Neueste, im Angebot auf Steam. Müsste noch aktuell sein. Wir wissen es nicht. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.